schäumend weiß wie die Nase von so manchem hier, schießt sie vorbei, die Elster, am Stadtstrand Blauenmitte, der Attraktion im Herzen Blauens. Hier kann man seine Kinder zum Spielen Gassi führen oder mit den Füßen durch den Sand warten oder Fußball gucken. Und das wollen wir jetzt mal machen hier, im Stadtstrand Blauenmitte. Teil 3 unserer Folge, wo guckt man den Fußball im Blauen? Und diesmal sind wir im Vogtengarten. Vogtengarten im Volksmund auch Assigarten genannt. Nachdem wir uns jetzt mal gleich auf die Suche geben werden, aber ich glaube, wir werden hier gar keine finden. Also ich schaue mich um. Nein, keine asozialen Subjekte, nur der ganz normale deutsche Fußballfan. Aber schaut selbst. So, raus aus dem Vogtlandgarten, rein in die nächste Fußballlokation, wo wir jetzt testen werden, ob das die beste Lokation ist, um das große Finale der Fußball-WM 2010 anzuschauen. Wir gehen jetzt zum Vogtland Best Western. Dankeschön! Dankeschön! Wenn ich sage wir, dann meine ich Michele und meine Wenigkeit. Und vielleicht diese junge Frau. Gehen Sie, wollen Sie uns heute begleiten hier zum Fußballgucken? Ja, ich gehe dann. Ich warte noch auf jemanden. Das ist sehr schön. Ja, und wir werden mal schauen, wie denn die Stimmung ist. Euphorisch sehe ich schon von Weitem. Die Euphorie hier kennt keine Grenzen. Und geballter Fußball-Sachverstand hier am Best Western in der Public Viewing Station Nummer 4. Hier treffen sich die Fußballexperten auf zwei und auf vier Beinen. Und wo haben wir denn? Da ist er ja. Zack. So. Unterwegs im Namen des Fußballs, vier Bier schwerer, 90 Minuten später. Gucken wir uns jetzt noch Lokation Nummer 5, glaube ich, ist es. Wo sind wir denn hier eigentlich? Die Matsch an. Denn auch in der Matsch kann man Fußball schauen, haben wir gehört. Und wir wollen mal gucken, ob die Matsch WM-Final tauglich ist für das, was wir uns vom Fußball schauen erwarten, für das Public Viewing, was wir uns erwarten, für das grandiose WM-Finale Holland gegen Spanien. Oh, hast du England-Trikot an? Du hast ein England-Trikot an. Du bist unser erster Kandidat. Wie fandest du es? Nicht schön. Sie haben Fußball geguckt? Habt ihr Fußball geguckt? Ja? Nee? Nee? Okay, dann schmecken lassen, ne? Paolo, jetzt wo Portugal bald rausfliegt, was sagst denn du zum Thema WM? Eingang ist auch der Ausgang. Hier oben guckt man bei euch Fußball, ne? Da oben, ich guck mal. Ja, ich komme gleich hinterher. Ach, sag dir ja was auch. Schönes. Hier ja auch, schön. Und jetzt gehe ich mal rauf gucken. Gibt's gleich Vogel, ne? Deutschland. Ja, ne? Oh, hier ist ja toll, aber keiner da. Hier könnte man also Fußball gucken, wenn man denn so verrückt wäre, hier sich diesen Ort auszusuchen.
Was geht noch für Mexiko? Ein Türchen und sie sind wieder richtig drin im Geschäft. So, Station Nummer 6 unserer... Wo schaut man das Finale in blauen, großen Testvergleichsaktion? Führt uns in die... Tellerer. Ah. Und hier... Angeblich oder tatsächlich? Kann man machen, also die Bierzapfgeschwindigkeit hat sich wieder um 300% verringert.